bist. Willkommen zum Modul 1. In Modul 1 steht die Trauer im Fokus. Und da möchte ich dir einfach vorweg schon mal zwei Perspektivwechsel mitgeben. Der erste ist, ja, dass in dem ganzen Trauerprozess zum einen natürlich die Trauer da ist. Es ist auch wichtig, die zu sehen und zu fühlen. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch den Perspektivwechsel, um die Liebe, die zu dem ungeborenen Kind, die ja auch natürlich da ist, in den Fokus zu stellen und dann zu gucken, ja, hey, wie kann ich mich darauf zu konzentrieren, dieser Liebe einen neuen Rahmen zu geben, einen neuen Weg und zu schauen, wie kann ich das weiterleben und in mein Leben integrieren. Und mir hat damals dieser Perspektivwechsel extrem geholfen und deshalb möchte ich ihn dir natürlich so gerne mitgeben. Und das Zweite, und das finde ich so, so wichtig, ist einfach, dass du weißt, dass es völlig natürlich ist, dass Trauer unterschiedlich lang dauert. Und zwar dauert das bei mir anders lang als bei dir und bei dir wieder ganz anders als bei einer anderen Frau oder vielleicht auch innerhalb deiner Beziehung Trauer unterschiedlich gelebt werden kann. Und ich finde es so wichtig zu wissen und es nicht in irgendwelche Formen zu pressen. Also ich habe damals auch so Sprüche gehört wie, das beschäftigt dich jetzt immer noch. Und ehrlicherweise, ja, und das ist auch gut so. Und ich weiß auch nicht, ob es mich nicht noch mein Leben lang beschäftigt. Natürlich nicht mehr in dieser Intensität, sondern in einer Intensität, in der ich jetzt heute damit umgehen kann. Aber natürlich macht mich das traurig. Und ich finde das auch total normal. Ich finde das auch irgendwie etwas, auch ein Gedanke, der tröstlich ist, weil wie schlimm wäre es denn, wenn es mir einfach völlig egal wäre? Also, das ist jetzt vielleicht ein krasser Perspektivwechsel, aber ich hoffe, du weißt, was ich damit meine. Es ist dieses, ja, jeder muss hier seine eigene Form finden, den richtigen Weg zu finden. Und das möchte ich dir mitgeben, dass du auf dich hörst, dass du immer mehr merkst, hey, was tut mir gut? Was ist für mich der richtige Weg? Weil das kann dir einfach niemand sagen. Es ist einfach ganz, ganz individuell.